Hallo und herzlich willkommen bei unserem Kreativkultur Berlin Podcast in der Reihe Film. Mein Name ist Franziska, ich bin Beraterin von Kreativkultur Berlin, dem Beratungszentrum von Kulturprojekte Berlin. Zusammen mit meinem Gast, dem Produzenten Joachim von Fiedinghoff, spreche ich über die verschiedenen Phasen der Filmherstellung. Hört doch gern schon in die ersten beiden Folgen rein, denn in denen stelle ich zum einen Joachim näher vor und wir befassen uns bereits mit der Stoffentwicklung. Außerdem sprechen wir in den nächsten Folgen über die Projektentwicklung, die Dreharbeiten, die Postproduktion und die Auswertung eines Films. Wenn ihr mehr über das Beratungszentrum Kreativkultur Berlin erfahren wollt, dann schaut euch auf unsere Website um und checkt unsere Social-Media-Kanäle. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Hallo Joachim, bist du froh und munter? Franziska, ich freue mich, dass wir wieder hier zusammensitzen und ich bin sehr froh und ich bin sehr munter und freue mich jetzt auf unser Gespräch. Neue Folge, nächste Phase. Heute geht es bei uns um die Projektentwicklung, also die Planung und Finanzierungsphase eines Projektes / Films. Also wir reden ja über Film in dieser Reihe. Man kann auch Pre-Production sagen, oder? Zur Projektentwicklung? Ja, Pre-Production, Produktionsvorbereitung. Da gibt es also zum Beispiel auch bei den Sendern, wenn du mit einem Sender arbeitest fürs Fernsehen, dann gibt es einen Produktionsvorbereitungsvertrag. Halleluja! Ja, das ist deswegen, weil es ja da einfach auch um ziemlich viel Geld schon geht. Weil ja. wir schon Geld ausgeben, ohne dass wir am Ende wissen, ob wir tatsächlich einen Film machen. Weil erst am Ende der Projektentwicklung wissen wir, ob wir es machen können. Es ist verrückt. Es ist Wahnsinn. Es ist völlig verrückt. Und es wird ja im Film ziemlich viel entwickelt. Wir haben in der vorangegangenen Phase über die Stoffentwicklung gesprochen. Das heißt, da ist schon so ein halbes Jahr vergangen, haben wir ungefähr eingeschätzt. Oder ein Jahr, ne? Oder also ein bis, Jahr bis zum auch. Jahr. Bis zum Jahr. Mhm. Kannst du bitte noch mal am Anfang dieser Folge kurz die bedeutenden Unterschiede dieser zwei Phasen beschreiben? Ne, den Unterschied zwischen Stoffentwicklung und Projektentwicklung. Ja, also ich brauche auf jeden Fall am Ende der Stoffentwicklung brauche ich einen Partner. Ich muss also wissen, exakt genau wissen, für wen mache ich jetzt diesen Film. Ja? Das heißt, nicht für wen mache ich den Film, sondern mit wem mache ich den Film. Ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Mit wem mache ich den Film? Okay. Was sind meine Partner? Also vor allem natürlich in der Finanzierung, in der späteren Vermarktung. Mhm. Und deswegen muss ich am Ende der Stoffentwicklung, wenn ich mein Drehbuch habe, mit dem Drehbuch und dem Paket, dem Cast, der Regisseurin, den Schauspielern, also klar, dem Cast, ich muss die Rechte nachweisen. Also ich muss sozusagen den Film bis ich in den Markt kann, also bis ich das zeigen kann, was es werden soll, erarbeitet haben. Okay, ja. Und in der Regel ist es halt einfach das mehr oder weniger fertige Drehbuch. Was natürlich nicht heißt, dass in der Projektentwicklung selbstverständlich bis zum ersten Drehtag am Drehbuch weitergearbeitet wird. Ja. Und auch die Partner, die du jetzt gefunden hast, wollen noch Änderungen haben. Aber sagen wir mal, du musst in der Stoffentwicklung, du musst mindestens eigentlich ein Exposé und ein Treatment haben. Mhm. Also mindestens heißt Treatment, Exposé, 5 Seiten, wo du genau beschreibst, worum es geht. Und es ist natürlich gut, wenn du einen super Hauptdarstellerin hast. Also seinerzeit Hannelore Elsner, so, sie ist leider tot. Aber die könnt ihr googeln, Freunde, ne? Wenn ihr nicht wisst, wer die das könnt ist, ihr googeln. Hannelore Elsner muss man eigentlich kennen. Das war eigentlich die begehrteste und gefragteste Frau überhaupt. Guter Punkt, ja. Joachim, da würde ich gerne noch mal kurz reingehen. Ja. Mich fragen ganz oft Filmemacherinnen, brauche ich sozusagen einen Star in der Besetzung? Ich möchte eigentlich nicht mit Stars arbeiten, sondern eher mit Filmnachwuchs. Ich mag das sehr gerne, weil ich bin pro Nachwuchsförderung sozusagen. Du hast witzigerweise gerade am Anfang gesagt, also ich habe Filme gemacht mit Heino Fersch, bevor es Heino Fersch war. Auch wenn ihr den nicht kennt, könnt ihr den googeln. Wie stehst du denn zu dieser Balance zwischen Star und Nachwuchs in der Besetzung? Ja,
Also das kommt natürlich ganz darauf an, was du für einen Film machst. Das heißt, du musst, wenn du dein Projekt ja definieren. Mhm. Du musst sagen, das ist also jetzt eine Low-Budget-Produktion. Dann gehe ich davon aus, dass ich keine Stars kriege, weil ich sie gar nicht bezahlen kann. Mhm. Ja? Also wenn dann Schauspieler, weiß nicht, 7.000, 10.000, 15.000 Euro Tagesgage haben, wo bin ich denn dann? Also ja? Ich werde auch Schauspielerin, ja. So, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich auch, ja, also Geld verdienen, ja. Aber gut, das ist natürlich auch eine brotlose Kunst, wenn man sich überlegt, dass irgendwie 30.000 Schauspieler in Deutschland rumsitzen, von denen vielleicht 1% oder 3% beschäftigt sind. Ja? Ja. Und die anderen, klar, Theater ist natürlich auch eine Beschäftigung, aber jetzt, wir reden ja über Kino, also es ist schon eine ganz dünne Luft ja, da oben. Ja, so. Ja. Und ich habe, wenn ich also jetzt ein Low-Budget-Projekt habe, sagen wir mal mit ja, wo ist heute Low Budget? Also sagen wir mal, dass es schon noch ein gediegenes fürs Kino ist, dass es schon noch eine gediegene Ausstattung hat und so weiter. Hm. Also unter 300.000 Euro würde ich heute keinen Film machen wollen, ja. Weil das dann, was dann ist es schon ganz was Experimentelles und dann ist man schon fast im Kunstbereich, okay, wo man irgendwas okay, ausprobieren kann, okay, aber wo man jetzt nicht für einen Markt produziert. Ja. Ich habe aber Filme für 300.000 D-Mark seinerzeit für den Markt produziert und die erfolgreich waren. Okay. Ja? Also ein Film zum Beispiel wie, ich sag jetzt die Titel, weil ihr könnt die auch auf alleskino.de, könnt ihr die online gucken. Der Film heißt Wedding, ja. Und weil du es vorhin gesagt hast, und wer spielt da wieder mit? Heino Ferch. Da ist aber, er. Aber keine Hauptrolle, sondern nur eben eine Nebenrolle. Ja. Aber die drei Hauptdarsteller kannte praktisch niemand. Okay. Also einen hatten wir, der hat irgendwie mal in so einer Serie, in Boygroup oder sowas mitgemacht. Mhm. Und die beiden anderen, den dritten haben wir von der Straße aufgesammelt und die Lady, die war vom Theater. Passiert so, also, das noch, dass man Leute auf der Straße findet? Das war ein Zufall, ja. Ah, okay. Also der Harald Kempe, oh Gott, Gott hab ihn selig. Also ihr müsst euch alle Wedding anschauen. Das ist ein hinreißender Film für 300.000, ja. Ist er gut geworden? Ist sensationell und es geht nicht um das Hochzeit, sondern ja, es geht um den Ort in Berlin-Wedding. Okay. Ja? Mhm. Also im Wedding gibt es ein Kino, das heißt Alhambra, ein riesiges Bezirkskino, ein großes Kino. Und als der Film gestartet wurde, ist der da ein Jahr gelaufen und hat irgendwie 30.000 Tickets verkauft. Mhm. Ja? Also ein kleiner Low-Budget-Film. Was ist denn der Unterschied zwischen Low-Budget und Normal-Budget? Naja, also ich meine, Du kannst ja jetzt, sagen wir mal, die deutsche Jahresproduktion nehmen und dann deinen Querschnitt nehmen, dann landest du meiner Ansicht nach heute bei, sagen wir mal, 1,5 mhm, bis 2,5 bis 3,5, also Millionen. Mhm. Ja? Das ist so die Range, mhm, in dem eine normale, ja, in Anführungsstrichen, Fernsehfilmproduktion. No. Wir reden jetzt vom Kino. Okay. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wo ist denn jetzt der Unterschied? Weil wir sind ja jetzt, wir müssen ja in der Projektentwicklung sagen, was machen wir eigentlich für einen Film? Mhm. Ja? Also wir reden jetzt drüber, machen wir einen Fernsehfilm? Dann wissen wir haben ungefähr, also ich sage jetzt immer Durchschnittswerte, ja? Dann wissen wir, Fernsehen 20, 21, vielleicht 25 Drehtage. Mhm. Ja? Und da sehen wir schon den Unterschied zum Kino, sage ich 30, 35, okay, ganz oben 40 Drehtage. Mehr kann man praktisch gar nicht bezahlen in, okay, Deutschland. Ja? Ja, ja. Also dann rechnet sich schon nicht mehr. Ja. Weil jeder Drehtag so teuer ist, ne? Weil du hast dann die großen Teams. Jeder Tag, ja, jede Stunde kostet Geld und zwar richtig viel Geld. So. Wir sind also jetzt beim Fernsehen. Ist ganz klar, wenn ich nur 20 Tage ein Team anstellen muss, ist ganz klar, dass ich budgetmäßig viel weiter unten bin. Mhm. Also ein durchschnittlicher Fernsehproduktion liegt heute bei, je nachdem eben, wenn ich 20, 21, 23, ja, ist immer sofort ein anderer Wert, ja, aber sagen wir mal, so ein Berliner Tatort liegt bei 1,3, 1,4 maximal. Okay, ja? Ich hätte gedacht, dass es höher ist. Bayerische Rundfunk ist vielleicht, also die großen Sender haben vielleicht ein bisschen mehr Geld, okay, also Bayerische Rundfunk vielleicht 1,5 bis 1,8. Die Bayern wieder. Ja? Also wenn Dominik Grafen einen Tatort macht, dann ist der natürlich schon auch ein bisschen teurer, als wenn es jetzt auch wieder, sagen wir mal, ein neuer, unbekannter Regisseur oder Regisseurin ist. Ne? Ja. So, jetzt der Unterschied dann zum Kino. Im Kino
Also du hast natürlich beim Drehen dann weniger Zeit. Ja, das ist klar. Du hast einfach weniger, in 20 Tagen kannst du, was heißt denn Zeit überhaupt beim Drehen? Das heißt, die Hauptzeit ist ja die Auflösung. Also wie oft, wie viel Einstellungen mache ich pro Szene? Ich habe also mein Drehbuch, meine Szene und muss das szenisch auflösen. Ja. Where to put the camera? Ja, also dahin, dahin, dahin und nachher schneide ich das zusammen. Ne? Und das ist einfach beim Fernsehen dann doch relativ zügig. Ja, ne? Also, du kannst, also nicht so viele Einstellungen meinst du tatsächlich auch? Nee, du kannst, also sagen wir mal jetzt eine normale Szene, die 1-2 Minuten lang ist, da habe ich dann beim Kino 25, 30 Einstellungen. Boah, das ist auch schon ganz schön viel. Und beim viel, Fernsehen habe ich 10, 12, 15 vielleicht. Ja? Wenn so. Alle mitspielen, Wenn alle mitspielen, ja. Das ist also der Zeitfaktor. Beim Film habe ich eben dann doch diese 10 Tage, die ich mehr Zeit habe, kann ich eben eine bessere Auflösung machen. Mhm. Also was ist der Unterschied? Bessere Auflösung. Es geht jetzt um das Meer. Mhm. Ja? Ich habe ein teureres Cast. Also ich habe vor der Kamera mehr Markt. Ja? Mhm. Also es ist ja... Ne? Es gibt, also in Deutschland eigentlich nicht wirklich, aber es gibt tatsächlich im großen Hollywood-Geschäft gibt es den Begriff, ein Schauspieler, Schauspielerin ist bankable. Bankable? Bankable, das kommt tatsächlich von Bank. Also man kann, die ist finanzierbar. Ach, die krass, bringt die ja, Kohle. Die bringt die Kohle. Ich krieg mehr Geld, wenn sie mitspielt, ja, sozusagen. Ein Bankable Star nennt man das. Bankable Star. Aber natürlich, wenn ich jetzt Til Schweiger und unsere deutschen Schauspieler, Schauspielerinnen habe, gibt es schon auch. Also Leute, die man besser wahrnimmt, als die man nicht kennt. Ja. So, ne? Aber ich finde das halt so krass, weil wir sind ja aufgefordert, Nachwuchs zu fördern, weil irgendwo müssen ja auch die neuen Stars herkommen, weißt du? Und wenn du niemandem eine Chance gibst, hat der ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu wachsen und groß zu werden in dem Markt. Ist das schon auch deine produzentische Aufgabe, an der Stelle irgendwie dafür zu kämpfen? Also ich sage nicht, dass der Markt gesund ist. Also okay. das ist nicht gesund, dass man eben praktisch mit Name-Dropping und die Regisseurin hat schon so viel Erfolg gehabt, die Doris Dörrien, dann nehmen wir die wieder, finde ich nicht gut. Ja. Weil dadurch eben die neue Kreativität und überhaupt die Erneuerung des Kinos total schlaff ist. Ja. Also man muss eben riskieren, das ist also für mich eine der wichtigsten Worte, um auch interessantes Kino zu machen, ist Risiko. Mhm. Risiko heißt, es ist nicht durch einen Star abgesichert, es ist nicht durch erfahrene Leute abgesichert, sondern es sind Newcomer, ja, die also noch was ganz, die ganz anders denken, die ganz anders fühlen und die eben eine Chance haben. Und ich habe eben einfach sehr, sehr viel Glück gehabt mit Debütanten. Ja. Okay. Dadurch, dass ich unterrichtet habe, habe ich ja auch früh Regisseure, Regisseurinnen kennengelernt. Ja. Und eben, also Drehbuch, das wird ja akademisch unterrichtet, Drehbuch wird unterrichtet, wird gelehrt, Regie wird gelehrt, klar, also natürlich die großen Schauspielschulen, das ist ja so eine der tollsten Sachen in Deutschland, diese Theater, die es überall gibt, in jeder Stadt gibt es ein Theater und eben diese wirklich hervorragenden Schauspielschulen, die wir haben. Unsere deutschen Schauspieler sind eigentlich alle super und Weltstars, wenn sie dann mal die Chance kriegen. Bekommen, ne? Ja, okay. Also da gibt's natürlich ein wunderbares Beispiel. Ein deutscher Schauspieler, der eigentlich nur Hauptrollen im Fernsehen gespielt hat und sonst auch in Deutschland sehr, sehr bekannt war, wird für Tarantino besetzt. Christoph Waltz. Und er kriegt in Cannes die Goldene Palme für den besten Darsteller. Mhm. Und er sagt bei seiner Rede, bedankt er sich bei Tarantino und bei der Jury und er sagt, Tarantino hat mir meine Berufung wiedergegeben. Was heißt das? Das heißt, dass das, was er bis dahin gemacht hat, nicht seine Berufung war. Schon krass. Das ist total krass. Das ist total krass. Aber wenn wir jetzt, und warum? Was ist der Unterschied? Weil natürlich das Fernsehen immer irgendwo formatiert ist. Ja. Das Fernsehen bricht nicht aus, weil es seine Zuschauer nicht überlasten will oder erschrecken will. Ja? Mhm. Und Tarantino ist halt einfach ein Wahnsinniger. Das ist ein Wahnsinnsregisseur, der auch Filme macht, die eben verrückt sind und der eben
dem Christoph Waltz eine Rolle gegeben hat, die auch wahnsinnig war und wo er endlich mal ausbrechen konnte. Ja. Und ein Schauspieler, wenn er seiner Berufung folgen will, will einfach Großes. Der will einfach, da muss es krachen so. Und das hatte er bisher nicht. Und der hat ihm das wiedergegeben. Seitdem spielt er in jedem Film die Hauptrolle bei Tarantino. Spricht auch nicht für den deutschen Markt. Nee. Ne? Und Tarantino sagt, ohne Christoph Waltz hätte ich den oder den Film gar nicht machen können. Wenn ich diese Figur, diese Art Schauspiel, und das ist natürlich sehr deutsch, sein Schauspiel, ja. Also das ist das, was ich meine mit Qualität, was also an den Schauspielschulen unterrichtet wird und was über die Theater, dadurch, dass fast alle unsere Schauspieler Theater auch spielen, am Theater holst du dir eigentlich die Kraft, ja? Wenn du lange an der Rolle arbeitest und wenn du nachher in einem Stück durchspielst und nicht in 100 zerhackten kleinen Einstellungen deine Rolle machen musst. Ja, ne? Ja. Und das Training haben die deutschen Schauspieler eben vom Theater. Mhm. Ja? Und ich sage den Schauspielerinnen auch immer wieder, geht zurück, wenn ihr eine Rolle habt, wenn ihr am Theater spielen könnt, geht ans Theater. Ja? Also zwischen den Dreharbeiten immer wieder zurück auf die Bühne. Auf die Bretter. Auf die Bretter, ja. Es war ein toller Ausflug, Joachim. Total spannend, was du in diesem Cast-Bereich alles zu erzählen hast. Ich würde gerne noch einen Hinweis geben. Und zwar habe ich einen guten Freund und Kollegen Martin Lischke, der hat zusammen mit dem Regisseur Christian Klant einen Film gemacht, Live in Concert. Ein Kinofilm tatsächlich. Ein absolutes beeindruckendes Projekt, weil die haben das mit Barmittel von around about 50.000 Euro gemacht und alles andere mit Sponsoring. Die hatten zwar einen Vertriebverleih dabei, der sozusagen das Marketing gemacht hat und der den Film auch ins Kino gebracht hat, aber die nicht mit Barmittel sozusagen reingegangen sind. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, ne? Weil wir von Low Budget und Normal Budget sprechen und natürlich ist tendenziell alles möglich. Viele Filmemacherinnen, die zu Kreativkultur Berlin kommen, wollen auch Kurzfilm machen zum Beispiel. Kurzfilm in Deutschland ist immer noch eine Art von Film oder ein Kurzfilm wird immer noch durch sehr viel eigenes Geld gemacht, durch die Unterstützung von Freunden und Familie, Sponsoring, Crowdfunding, könnt ihr euch auch gerne auf unserer Seite informieren. Aber wir springen zurück und beginnen jetzt mal wirklich mit der Projektentwicklung, mit der Phase der Planung und Finanzierung. Was passiert da jetzt? Wie gehen wir da vor? Genau. Also Planung und Finanzierung ist ja eine Unterzeile von der Projektentwicklung. Ja. So. Und Planung heißt, wenn wir also finanzieren wollen, müssen wir ja die Kosten bis ins kleinste Detail, also bis zur Briefmarke, bis zum Verpflegung und Schminkmaterial. Also wir müssen alle Details jetzt erfassen und müssen sie zusammensammeln und dafür müssen wir praktisch das alles, also praktisch das ganze Projekt auseinandernehmen. Wie macht man das? Wir haben also ein Drehbuch. Ja. Und dieses Drehbuch zerlegen wir jetzt in seine Bestandteile. Das nennt man Auszüge machen. Wir haben also eine Szene. Und wir haben ein Drehbuch und wir lesen das jetzt und wir streichen jetzt erstmal, wenn eine Rolle kommt, streichen wir den Rollennamen an. Wenn ein Requisit kommt, streichen wir das mit einer anderen Farbe die Requisiten an. Und so weiter durch. Also alle Informationen, die Kosten verursachen, markieren wir. Mhm. Und dann gibt es ein Blatt, wo wir dann diese markierten Angaben reinschreiben. Das sind die Auszüge. Mhm. Das nennt man die Auszüge. Das ist eine Seite für jede Szene. Für jede Szene, ja. Also auch wenn da ein Fahrzeug ist, wenn da Special Effect ist, wenn geschossen wird, wenn es Blut gibt. Also es gibt tausend Sachen. Ja, aber wenn wir es jetzt nicht bemerkt haben, dann sind wir am Drehtag und dann sagt man, irgendwas. das haben wir nicht kalkuliert, haben wir kein Geld. Ja. Ja? Dann können wir es nicht realisieren. So. Ja. Und aus den Auszügen generiert man den Drehplan. Aus den Auszügen generieren wir einen Drehplan. Das heißt, wir haben eine Chronologie der Geschichte im Drehbuch. Ja. Wir haben jetzt die Auszüge und für den Drehplan, wir müssen praktisch die Chronologie des Drehplans in eine Chronologie der Ökonomie verwandeln. Mhm. Wie machen wir das? Wir müssen also im Prinzip alle Motive aus dem Drehbuch
zusammenfassen. Also wir sind einmal in der Wohnung XY, dann sind wir auf dem Fußballplatz und zwar immer wieder in der Wohnung auf dem Fußballplatz, ja. Aber das packen wir jetzt nicht hintereinander. Mhm. Wir können nicht in der Wohnung drehen. Dann die nächste Szene ist am Fußballplatz. Dann wieder zum Fußballplatz dann wieder in die Wohnung. Ja, aber was heißt das, wenn wir jetzt rausgehen aus dem Motiv? Da stehen also 50 Scheinwerfer, da ist eine Dekoration aufgebaut, da ist eine Miete für die Wohnung zu bezahlen. Ja? Und jetzt gehen wir da raus, obwohl wir noch gar nicht fertig sind, und gehen auf den Fußballplatz, ja, und bauen das ganze Team. Wir reisen eine Stunde mit dem Auto durch die Stadt, sind am Fußballplatz. Unser Motiv steht da und kostet Geld. Ja? Ja. Also deswegen drehen wir jedes Motiv, wenn wir es einmal betreten haben, komplett ab. Also wir drehen die erste Szene in der Wohnung und auch wenn es am Ende der Geschichte nochmal eine Szene in der Wohnung gibt, drehen wir die auch hintereinander weg, chronologisch. Also in den Motiven sind wir wieder chronologisch und verlieren wir ja überhaupt die Übersicht. Aber wir nehmen keine Rücksicht auf die Geschichte beim Drehen. Genau. Können wir nicht machen. Was hat denn beim Drehplan Vorrang? Sehr, sehr gute Frage. Also Drehplan ist ja eine ganz spannende Geschichte. Ein ganz eigenes Thema. Ganz eigenes Thema. Aber um das grob zu untermalen. Das ist ja wahnsinnig wichtig, weil egal, ob du jetzt einen großen oder einen kleinen Film machst, du musst eine Logistik erarbeiten, du musst eine haben, so, und das gehört dazu. Auch der kleinste Film braucht eine Logistik, er braucht einen Drehplan. Also du musst wissen, wann ich was drehe, an welchem Tag ich wo bin, sonst kannst du ja keinen Motivvertrag machen, sonst ersingst du im Chaos. Das geht nicht. Absolut. Also du kannst auf Zuruf, kannst du nicht. Auch das wäre aber natürlich ein schönes Experiment, so ohne Planung, ohne auf Zuruf, was zu machen. Das wird ein toller Film wahrscheinlich, ne? Also da sind wir genau an dem Punkt, ja. Aber normalerweise, also gerade wenn ich, also so ein Fernsehetat ist so eng, da muss ich präzise arbeiten und genau. Jedes Drehbuch, jeder Film hat seine maximale Logistik und die muss ich jetzt erarbeiten. Ja. Mit meinem Team. Pass mal auf, wen habe ich da? Ich wollte erst mal wissen, was Vorrang hat. Beim Drehplan. Beim Drehplan, wir müssen also auf jeden Fall, wir müssen darauf sehen, dass wir Wetter, was machen wir mit dem Wetter? Okay. Ja? Wir haben also einen Drehplan gemacht und es muss also schönes Wetter sein. Wir kommen dahin an dem Tag, wo wir es drehen wollen und es regnet. Mhm. Also müssen wir das vorweg, Monate vorweg berücksichtigen in der Planung. Ja. Wie machen wir das? Wir nehmen die Außendrehs nicht nach hinten, weil wenn wir hinten die Außendrehs haben und es regnet, dann stehen wir im Regen. Ja. Ja? Wenn wir sie nach vorne nehmen, wenn wir mit den Außendrehs anfangen, dann können wir reagieren und können sagen, wir haben also ein Wetter, eine Wetterdispo, wir haben ein Innenmotiv hergerichtet, es ist eingerichtet, es ist angemietet, wir können springen. Also wir wissen am Abend vorher, morgen regnet es, bumm, gehen wir also in das andere Motiv. Ja. So. Tag, Nacht. Dann haben wir die Tage und die Nächte. Wir dürfen also nicht hintereinander Tag und Nacht drehen, was gar nicht geht. Wir haben 11 Stunden Ruhezeit und zwischen diesen Ruhezeiten müssen wir unsere Drehs einrichten. Ja. Dann sagen wir, das nennt man dann das Drehpensum. Mhm. Ja. Wie viel können wir an einem Tag drehen? Mhm. Wenn ich jetzt 90 Minuten habe fürs Fernsehen, dann kann ich genau sagen, wenn ich 20 Drehtage habe, wie viele Minuten ich pro Tag drehen muss. Richtig, einen groben Taschenrechner habe das und ist, so, das ist Logistik. Das auch ja, das ist eine Logistik. Also so zerlegt man quasi diese ganze Unternehmung dieser Herstellung. Ja, dann haben wir natürlich die Darsteller. Die Darstellerin könnte zum Beispiel sein, wenn wir jetzt eine teure Darstellerin haben, ja, die kostet 20.000 am Tag. Unser Motiv kostet nur 1.000 am Tag. Und das andere kostet auch nur 1.000 am Tag. Dann gehen wir tatsächlich raus mit dem Team auf den Sportplatz, ja. Das ist nämlich ein Film über Fußballerinnen, ja, nur damit du Bescheid Sehr weißt. Sehr gut, ne? Ja. Weiß ich jetzt Bescheid endlich, worum es in unserem Film geht, auf jeden Fall. Dann gehen wir raus, weil wir an einem Tag, also wir drehen am Vormittag die Szene in der Wohnung und wir drehen am Nachmittag die Szene am Fußballplatz, ja. Und haben dann nur eine Tagesgage von 20.000. Wenn wir jetzt drin geblieben wären und die anderen Szenen, die in der Wohnung spielen, ohne die Darstellerin, dann hätten wir am nächsten Tag nochmal 20.000 Tagesgage für den Fußballplatz. Ja. Also so gehen wir quasi, fragen wir alles ab, wie wir das kostengünstig und aber auch
was logistisch wahnsinnig wichtig ist, dass wir also große Umzüge vermeiden an einem Drehtag, weil das ja in dem Moment, wo du das Team ins Auto setzt und irgendwo hinfährst, wird nicht gedreht. Ja. Und das ist schlecht. Ja. Der Regisseur, die Regisseurin muss immer maximal viel Zeit haben. Das ist die Aufgabe beim Drehplan, dass man ihn so gestaltet, dass das Herstellen, das Regieführen, ist eigentlich das Wichtigste, dass der Regisseur, Regisseurin viel Zeit hat, seine Auflösung zu machen, mit den Schauspielern zu arbeiten, Proben zu machen und so weiter und so weiter. Der Drehplan ist wirklich eine große Kunst. Ja. Ich muss wirklich sagen, je besser, je perfekter der Drehplan durchdacht ist mit allen seinen Anforderungen, umso besser ist es für das Projekt. Ja. Ja? Ja. Es ist für das Team. Für alle praktisch Beteiligten ist es am besten. Den Drehplan macht in der Regel der Aufnahmeleiter mit der Produktionsleitung. Mhm. Ja? Und jetzt brauche ich aber, ich muss aber mit Leuten reden. Ich muss mit der Ausstattung, mit dem Szenenbildner reden, was die für Bedürfnisse haben, ne? Wenn ich den Drehplan mache. Ich muss ja wissen, was wird da gebaut, was wird da gemacht, ja? Dann muss ich mit dem Kameramann reden, was der für Bedürfnisse braucht für seine Sachen, ja. Und so gehe ich mit den einzelnen, mit den Head Departments, gehe ich auch jetzt in dieser Projektentwicklungsphase, gehe ich durch die Organisation. Das heißt, ich werde auch Produktionsbesprechungen haben mit den Head Departments. Ja? Ist aber eher eine Produktionsleitungsaufgabe oder wie integriert ja, bist ja, du? Ja, der Produktionsleiter macht eine Produktionsbesprechung, wo er die Head Departments einlädt und dann mit denen zum Beispiel den Drehplan, das ist meistens ein Entwurf, den schlägt er vor und spricht den Drehplan Tag für Tag mit, wo in alle Departments dabei sind, spricht er durch, ja. Damit die dann, die machen sich ihre Notizen oder stellen auch die Fragen, die sie noch haben. Mhm. Das wird da alles besprochen. Mhm. Und kommen wir jetzt mal zur Finanzierung. Wie hast du denn deine Filme finanziert? Wie finanziert man überhaupt in diesem Teil der Projektentwicklung den Film? Den Film. Ja, also wir haben eben das Paket noch aus der Stoffentwicklung, das Paket. Ich mache jetzt erstmal, damit ich weiß, was der Film kostet. Bevor ich finanziere, muss ich ja wissen, wie viel kostet das. So, also ich mache diesen Drehplan, ich spreche mit den Departments, ich mache das Casting. Ja, das Casting mache ich nicht selber. Ich habe also ein Agentur. Im Bestfall, ja. Und wir machen vielleicht zum Beispiel auch Probeaufnahmen. Ja. Also gerade beim Casting ist es oft wichtig, dass man sagt, wir haben jetzt drei tolle Schauspielerinnen, ja, aber wir wissen nicht, wie die zum Beispiel jetzt mit dem Darsteller, wie das harmoniert oder ja. wie der Konflikt ja. ist und so. Ja. Dann gehen wir in ein Studio, in ein Castingstudio und der Castingmanager, der hat dann die drei Darstellerinnen zeitlich engagiert und dann sitzen wir da mit dem Regisseur und wir haben einen Darsteller oder umgekehrt. Du machst also in dieser Phase, auf jeden Fall musst du die Besetzung klären. Und wenn du die besetzt, wenn du gesagt hast, mit wem du es gerne machen willst, dann musst du natürlich auch fragen, und was kostest du? Ja. Das machst du meistens nicht mit der Person selber, sondern mit dem Agenten. Ja. Also die haben meistens Agenten, Agentinnen. Mittlerweile auch viele Regisseurinnen, DOPs, ne? Es funktioniert sehr viel mehr über Agenturen heutzutage. Agenturen, ja. Genau. Also das ist auch gut so, weil es ist ja vielleicht einfach unangenehm, ja. Also jetzt da mit dem Produktionsleiter irgendwie rumzufeilschen. Ne? Das ist angenehm für den Schauspieler, wenn er eigentlich damit gar nicht, also es gibt auch Schauspieler, habe ich erlebt, die richtig beleidigt waren, als ich sie angesprochen habe, stellst du dir denn vor? Mhm. So, da sag ich mal, hast du noch alle, also wofür habe ich meinen Agenten? Also die wollen nichts von Geld wissen. Okay. Ne? Jetzt wissen wir, was die Darsteller kosten. Dann haben wir die Motivsuche gemacht. Ja, wir gehen das immer von diesem Drehbuch aus und wir haben eine Liste gemacht von Motiven, die wir haben. Ja. Dann haben wir einen Motivaufnahmeleiter, der mit uns die Motive sucht. Also der sucht drei, vier Motive voraus oder auch der Szenenbildner. Und dann fährt er mit dem Regisseur, mit dem Produzenten, mit dem Kameramann, fährt er zu dem Motiv. Mhm. Die gucken sich das an und sagen, ja, ist ganz schön und so, aber die Außengeschichten können wir da nicht drehen. Also vielleicht finden wir doch ein Haus, wo wir die Außensachen auch gleich drehen können, da brauchen wir nicht umziehen. So. Mhm. Also man versucht auch da jetzt immer schon möglichst eine gute Logistik zu haben, dass man
wenig Zeit verliert. Jetzt haben wir die Motive gefunden, jetzt haben wir die Motive, wir haben das Casting, wir wissen, wer spielt. Wir haben die Motive, wir wissen, wo wir drehen. Dann gehen wir an die Orte und sagen, wir holen uns die Drehgenehmigung, das ist alles jetzt, muss alles jetzt passieren. Und wir können sagen, was kostet das Motiv. Also so haben wir jetzt schon überall, haben wir also einen Zettel, wo wir lauter Kosten aufgeschrieben haben. Ja. Das kostet so viel, das kostet so viel, das kostet so viel. Dann werden wir vielleicht Bauten haben, ja. Also zehn bildnerische Bauten. Wir werden vielleicht auch so ein paar Studiotage haben. Da gehen wir in das Studio und verhandeln mit dem Studio. Wir wollen das und das bauen oder Special Effects. Bitte machen Sie uns eine Kalkulation für 5 Drehtage mit den und den Motiven. So, da kriegen wir vom Studio eine Kalkulation, die wir später in unsere große Kalkulation mit reinnehmen. Also einfach bei der Abteilung Ausstattung kommt es mit genau. rein. Genau, jetzt nochmal kurz klargestellt, es gibt ja eine Vorkalkulation, weil man meistens schon ungefähr einschätzen kann, wie der, ne, was man kriegen könnte. Man klopft die Kosten ab und... Du sagst jetzt was ganz Wichtiges, weil wir natürlich in der Projekt, in der Stoffentwicklung, dann beim Paket kommt ja Budget, da kommt das Wort Budget vor, also Kosten, ja? Kosten. Und da kommt auch Finanzierung, aber das sind reine Schätzungen. Okay. Also wir sagen praktisch im Paket, diese Geschichte, die wir mit euch machen wollen, die wird ungefähr 3 Millionen kosten. Dann sagen die alle, um Gottes Willen. Und dann fragen die, ja, und wo kriegst du die Kohle her? Und dann sage ich, ja, also 1 Million will ich vom Fernsehen, Co-Produktion, 1 Million will ich aus der Förderung und 1 Million will ich aus dem Vorverkäufen im Ausland. Also du musst sagen, in der Stoff, im Paket, musst du den Leuten sagen, wie es steht, also worum es geht. Mhm. Wenn die dann sagen, okay, wir machen mit, dann fängst du aber an, dann musst du ja jetzt diese Millionen vom Fernsehen erst mal und holen, die Millionen von den Förderungen holen. So. Und dafür machen wir jetzt dafür dröseln wir das jetzt alles auf, damit jeder sehen kann, aha, die das haben an alles gedacht. Kostet das tatsächlich. Und das kostet tatsächlich und so weiter und so weiter. Mhm. So. Und jetzt sind wir natürlich bei der Kalkulation. Also im Prinzip, wir machen auch alle Vorverhandlungen. Wir verhandeln mit dem, wir stellen das Team zusammen. Mhm. Wir müssen also das Team aussuchen. Da habe ich immer gesagt, eine meiner Hauptaufgaben als Produzent ist, ein maßgeschneidertes Team. Was heißt das? Ich muss also den Regisseur, Regisseurin mir überlegen, wer ist das und mit wem kann die gut arbeiten? Ja. Ja. Und da mache ich dann Empfehlungen. Natürlich gibt es viele, viele Regisseure, Regisseurinnen, die haben ihre Leute. Aber viele gibt es, gerade bei Debütanten, bei jungen Leuten. Finde ich eine ganz spannende Aufgabe. Ganz mag spannend. Ich sehr, sehr gerne. Ganz spannend. Ja. Also zum Beispiel Thomas Brasch, weil der in aller Munde ist gerade mit Lieber Thomas. Geht ins Kino, Leute. Könnt ihr anschauen. Ihr könnt aber meine Produktionen anschauen. Achim ist auch ein richtiger Werbeguru hier. Engel aus Eisen und Der Passagier. Es sind beides Produktionen von mir, die beide in Cannes im Wettbewerb waren, apropos. Aber also wenn ihr mal nach Cannes in den Wettbewerb wollt, dann müsst ihr auch Joachim fragen, der weiß, wie es geht. Ich weiß genau, wie es geht, ja. Das müsst ihr euch aber leisten können, ja. Also das Cannes im Wettbewerb ist eine teure Angelegenheit. Ich war 2007 das letzte Mal im Wettbewerb und da haben wir schlappe 150.000 Euro einfach an Kosten gehabt, um im Wettbewerb zu sein. Boah, krass, ja. So an Marketingkosten. Marketing, ne? und Reisekosten und Dings und Partys und dies, das, Ananas. Ja, also hallo, ja. Und der Champagner, ne? Ja, der Champagner, darüber haben wir schon geredet über den Champagner. Ja, du stellst das Team zusammen, sag mal, wie verhandelst du und wie sehr gehst du beim Verhandeln auf Kompromisse ein? Es gibt keine Kompromisse. Also wenn du jetzt eine Kalkulation gemacht hast, wenn du alle Kosten zusammengesammelt hast und du weißt, dein Film darf nicht, also bleiben wir jetzt ruhig mal beim Fernsehen, weil wenn so viel ist, dann kann man sagen. Meistens ist es aber so, je mehr Geld du hast, umso knapper ist es. Das ist total verrückt. Das ist völlig das verrückt. Das glaubt kein Mensch. Nee. Ich glaub, du kannst es nur das dann glauben, wenn du es eben 70 erlebt Mal hast, erlebt ja. hast. Ja? Ja, ja. Wenn ich viel Geld hatte,
hat es hinten und vorne geknirscht. Das wenn ich einen Low-Budget-Film gemacht habe, hat es praktisch überhaupt nicht geknirscht. Ja? Also hier dieser wunderbare Film Wedding, er hat nicht 300 gekostet, weil wir noch, er hat also 400 gekostet, weil wir noch einen Verleih brauchten. Die Förderung war so, die gesagt hat, du kriegst das Geld nur, diese 200 oder 300.000, wenn du einen Verleih hast, der den Film rausbringt. Sonst kriegst du gar kein Geld. Okay. Ja, im Low-Budget-Film weißt du mit den Beteiligten, dass du einen Low-Budget-Film machst. Mhm. Ja? Und du weißt ganz genau, also da hat man vorher festgelegt, wir haben eben nicht 20, 30 Drehtage, wir haben 16 Drehtage. Mhm. Ja? Wir haben auch nicht so viel Material und alles ist reduziert. Wir haben keine Stars. Ja? Wir haben also junge Schauspieler, Schauspielerinnen, die eine Chance bekommen. Also sie haben dann auch nur einen gedeckelten, kriegen für den ganzen Film 10.000 statt für einen Drehtag 10.000. Also so weiß man das. Mhm. Ja? Und alle wissen das. Also das musst du als Produzent aber vermitteln, ja. Was machen wir? Also wenn ich dieses Low-Budget-Film, da weiß ich ja auch noch gar nicht, wie viel Zuschauer kriege ich und wird es überhaupt was? Und es ist auch nicht so schlimm, wenn es daneben geht, sagen wir mal so. Okay, ja? Ja. Wenn ich aber ein Fernsehen mache, wenn ich einen Tatort mache, dann weiß ich Himmel, Arsch und Beugenbruch, ich habe mindestens 5 Millionen Zuschauer. Da ist natürlich ein unheimlicher Druck auf dem ganzen Team, weil jeder möchte sich natürlich nicht blamieren, jeder möchte das Beste zeigen. Ja. Und da ist es dann aber an allen Ecken, das Beste zeigen ist es eng. Mhm. Ja, also bist immer am Sparen und Machen und Tun. Und wenn du jetzt plötzlich 10 Millionen hast, dann denken alle, sie sind in Hollywood. Ja. Dann kommt jeder mit und dann wird schon noch mal irgendwo was herkommen. Da kommt jeder mit unglaublichen Vorstellungen, ja. Und du sitzt dann als Produzent da und sagst: Hey Leute, jetzt haben wir 10 Millionen und es reicht hinten und vorne nicht. Das kann doch nicht sein. Es ist aber so. Das fühlt sich nicht gut an, finde ich. Du hast 44 Drehtage, hallo, ja. Das sind ja 8 Wochen. Das ist schon eine halbe Serie. Acht Wochen drin für 90, weiß ich nicht, Leute, für 90er Minuten. Ne? Und das heißt, es gibt halt eine wahnsinnig komplizierte Auflösung und die Motive müssen super sein und die Schauspieler müssen Zeit haben und es gibt Vorproben und es gibt ein Luxus-Catering und es gibt Champagner am Abend. Und weiß nicht. Aber es reicht hinten und vorne nicht. Und der Low-Budget-Film, da hast du die Leute, das ist aber die Aufgabe des Produzenten. Also du musst die Leute richtig einstellen. Okay. Das heißt, es gibt keine Kompromisse beim Verhandeln. Du sagst allen, das und das habe ich, mach mit oder nicht. Ja, mehr oder weniger, weil ich habe ja ganz sorgfältig kalkuliert und gerechnet und ich weiß, wie viel Geld ich habe. Also du bist jetzt, sehr ehrlich, ne? Du bist jetzt nicht so, dass ehrlich. Du irgendwie großzügig kalkulierst oder sehr tight und du bist... Nee, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Low-Budget-Film, dann habe ich einen Cast, ich habe also 5 Leute, 5 Rollen zu besetzen. So. Und dann muss eine Kamera, eine Ausrüstung haben, ich muss Motive bezahlen, das. Dann ist am Schluss ein Betrag übrig, sagen wir mal 30.000. So. Jetzt habe ich 5 Leute, dann teile ich die 5, wenn die alle gleich viel Drehtage haben. Also ich mache natürlich dann einen Tagessatz. Mhm. Ich sage, also ich habe jetzt so viel, ich habe 16 Drehtage, dann teile ich das durch die Drehtage. Das heißt, ich habe pro Tag so viel Geld. Und das teile ich jetzt durch die Rollen, da bleiben 1.800 Euro übrig für einen Drehtag. Mhm. So. Und das sage ich dem Schauspieler auch. Ich sage dir, schau mal, alle Schauspielerinnen kriegen die gleiche Gage, 1.800 pro Drehtag. Du hast 10 Drehtage, es sind 18.000 für deine Rolle. So und was soll ich jetzt für einen Kompromiss machen? Da sagt er, nee, also unter 2.000 spiele ich nicht. Da sage ich, okay, du willst jetzt dem anderen das wegnehmen, ja? Also, naja. Also du findest Ehrlichkeit schon sehr, ich bin ein großer Verfechter total von offen. Ehrlichkeit und Transparenz. Total weil, offen. Und ich bin eher so, dass ich es nicht mag, wenn Leute sozusagen irgendwie hinter nicht. Meinem Nein. Rücken oder, ne, das finde ich irgendwie ist nicht der richtige Umgang bei der filmischen Teamarbeit Vollkommen sozusagen. Richtig. Nein, es ist eh so komplex, das ganze Ding, und da hast du da 60 Leute, wo du mit jedem irgendwie was getrickst hast, ja, da bist du ja verrückt. Ja. Ich will ganz offen sagen, okay, Leute, das ist der Film und man schaut sich in die Augen, ja, und ich sage, okay, so viel ist drin und mehr ist nicht drin. Vor allem, sagen wir mal, der Szenenbildner, ja. Der hat dann einfach Peng, der hat einfach eine Haus, der hat 60.000 für den ganzen Film, für den ganzen Tatort. Und da sagt er, Leute, Mensch, und das wollte er und das wollte er. Da sag ich, du, schau, wie du es hinkriegst. Ne? Also das ist natürlich dann auch Sei die kreativ. kreative
Seid kreativ. Genau, die kreative Arbeit. Joachim, noch eine Frage. Wie gut muss ein Film wirklich vorbereitet sein und was ist, wenn doch noch nicht alles klar ist? Also wann ist der Punkt, wo du sagst, ey, wir fangen morgen nicht an zu drehen? Ah, das wird hier ganz schön tricky, Freunde. Also überhaupt ist natürlich, also ich nenne das hier die heiße Phase. Also wenn alle Leute engagiert sind, wenn alle Motive gefunden sind, wenn wir wissen, was der Film kostet, mhm, ja, wenn wir wissen, wo das Geld herkommt, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn wir wissen, wo das Geld herkommt, das nützt uns ja nichts, wenn wir die erste Drehwoche gedreht haben und das Geld ist nicht da. Also ich muss also auch dafür sorgen, dass das Geld, was ich besorgt habe, auch da ist. Das mhm, ist also auch, das ist der Geldflussplan, ja. Ich muss also genau sehen, die Verträge, die ich gemacht habe mit den Geldgebern, dass zur richtigen Zeit auch jeweils am Wochenende, wenn die Gagen fällig werden, dass ich das alles bezahlen kann. Der sogenannte kann, ja? Cashflow. Das ist der berühmte Cashflow-Plan. Ja? Yeah. Also es ist alles geplant. Es ja? hat auch alles einen Namen und beim hat Film auch alles auf jeden Namen. Fall, so. Damit alle und wissen, worüber sie reden. So ist es, genau. Also es gibt eine eigene Sprache, ganz klar. So. Und was muss passieren, damit ich das Greenlight gebe? Also jeder Film braucht irgendwann das Ende der Projektentwicklungsphase ist das Greenlight. Ja. Ich warte sozusagen auf das Greenlight. Ich warte bei meinen Finanzierungspartnern und bei meinen Banken und bei meinen Förderern, dass die alle unterschrieben haben, dass sie an dem und dem Tag das und das Geld mir geben. Mhm. Das heißt, die Finanzierung ist geschlossen. Mhm. Das löst das Greenlight aus und nichts anderes. Mhm. Ja? Und dann kann ich sagen, okay Leute, ist es alles da, sind alle engagiert, die Bauten sind fertig, Kostüme sind fertig, die Special Effects sind gemacht, die Drehgenehmigungen sind da. Wenn dir heute für morgen ein Motiv platzt, was machst du? Wie entscheidest du als Produzent? Ich meine, als Produzent, es platzt ja jeden Tag irgendwas. Ja. Also, naja, also gewöhnt euch Leute schon mal dran, ja, beim Film platzt jeden Tag irgendwas. Irgendwo platzt das gehört irgendwie dazu. Und wenn es nur der Reifen am Produktionsauto ist, ja. Aber es platzt was, es gibt einen Autoschaden und so weiter und so weiter. Nein, also wenn ein Motiv platzt, ja, ich habe ja meinen Drehplan. Und da sind ja dann andere Motive. Also dann platzt es und dann ziehe ich ein anderes Motiv vor. Also ich bin ja im Prinzip, wenn ich anfange zu drehen, für 4 Wochen drehe ich jetzt jeden Tag, ja, dann muss im Prinzip der gesamte Ablauf organisiert sein. Das heißt, die Motive müssen eingerichtet sein, die Schauspieler müssen angereist sein am richtigen Tag, sie müssen wieder abreisen. Also es läuft. Also eine gewisse genau, es läuft alles in dem Plan, aber eine gewisse Flexibilität braucht es auch. Du hast eine Planungsstruktur. Ja. Du hast deinen Drehplan, also der Drehplan, pass auf, der Drehplan und die Kalkulation. Ja. Sind deine Steuerknüppel. Ja. Du hast also in der einen Hand hast du den Drehplan und steuerst deinen Dreh. Gleichzeitig hast du auf der anderen Seite im zweiten Steuerknüppel das Geld. Also das Geld rauscht da irgendwie durch. Ne? Also wenn du in 20 Tagen 1,4 Millionen ausgibst, dann rauscht jeden Tag richtig das Geld durch. Ne? Und das zu kontrollieren, da hast du 4 Wochen gedreht und plötzlich fehlt eine 500.000. Also das ist ja mit einer der wichtigsten Sachen auch, auf ja, die man achten muss. Auch wenn du einen Low-Budget-Film machst, noch mehr wie beim großen Film. Ja, ja. Weil du ja, du kannst gar nicht 10.000 mehr ausgeben, sonst ist der Film da. Du hast aber eine Rechnung über 10.000 und kannst den Film gar nicht liefern. Ja. Und im Bestfall ist das natürlich die Arbeit des Produktionsbüros, also der Produktionsleitung. Die Verantwortung liegt erstmal da bei der Herstellungsleitung, Produktionsleitung, Aufnahmeleitung in offener Kommunikation, Koordination, Kooperation mit dem kreativen Department. Ja. Wann kommst du denn als Produzent da rein? Also was muss passieren, dass du ans Set kommst und handeln musst? Also es ist so, immer wenn was passiert in irgendeiner Abteilung, dann geht der Abteilungschef zum nächsten und sagt, pass mal auf, du, da ist jetzt das und das passiert, was machen wir denn jetzt? Ja? Dann dreht der sich um und geht dann zum nächsten und sagt, du, was machen wir denn jetzt? Und der Regisseur auch. Und so gibt es also wie so ein Domino-Effekt. Und am Ende, wenn keine Lösung da ist, plupst das beim Produzenten auf. Ja? Und der Produzent dreht sich um und sieht hinten die leere Wand. Ach du Scheiße, da ist keiner. Jetzt muss ich was machen. Yes. Ja?
Und ja, genau so ist es. Ah. Und du musst dann die finale Entscheidung treffen, ob die dauernd betrunkene Schauspielerin, ob die jetzt noch weiter drehen kann oder ob du die feuerst. Ja? Ja, aber das ist auch eine sehr spannende und interessante Aufgabe der Produzentin in dem Fall. Also ich mag das. Ich mag an dieser Stelle wirklich die ganz sein, heftig. Die das ja. Ruder rumreißt oder die Karre aus dem du Sand ziehst. Das, ne? Oder ja, genau. Die, ich ja. weiß nicht, was die ist Karre noch aus dem Dreck, nein, die Karre aus dem Dreck sind. Also der Produzent hat im Prinzip, während die Produktion läuft, während gedreht wird, eigentlich Zeit zum Zeitumlesen. Weil er hat ja alles vorher... Projektentwicklung, wir haben an alles gedacht, wir haben alles untersucht und so weiter und wir können Zeitung lesen. Und erst wenn eben, wie gesagt, ein Motiv platzt, wenn sonst irgendwas schief geht, wenn jemand krank wird, einfach wenn Dinge ausfallen, wenn Dinge, die geplante Dinge nicht so eintreffen, wie wir sie geplant haben, ist der Produzent gefragt. Lieber Joachim, was für wohltuende letzte Worte in dieser Folge von dir. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich fand es super interessant, aber es ist immer eine Wonne, mit dir zu sprechen. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir an dieser Stelle. Ihr könnt euch auch auf die nächste Folge mit uns beiden freuen. Da sprechen wir über die Phase der Dreharbeiten, meine persönliche Lieblingsphase. Ich stehe total auf Drehs, ja. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen, empfehlt uns weiter, liked und folgt, bleibt beharrlich, offen, geduldig und kreativ. Tschüss, Joachim. Tschüss, Franziska. Auf bald, liebste Grüße ihr da draußen. Tschüss.